Willkommen zu Part 20, willkommen auf B2 und ihr seht schon, hier ist gleich eine Insel und ein Dorf. Das hat mir Joshua schon geschrieben. Auf B2 ist eine Ureinwohnerinsel und das sehen wir auch gerade, die sogar sehr, sehr hübsch aussieht. Die sieht echt geil aus. So hatte ich eigentlich auch vor, meine Häuser zu bauen. Nur hat mir am Anfang immer das Material gefehlt und vor allem, warum soll ich ein Dorf bauen, wenn... Gut, werde ich sowieso irgendwann machen. Aber wenn wir ja alleine sind. So, wir schauen uns hier mal um. Da ist ein Aussichtsturm. Das ist neu dazugekommen bei Zebronia. Auf der, im ersten Part, den wir gemacht haben, auf der Ureinwohnerinsel, da war ja auch so ein Aussichtsturm. So, ich mache die Truhen mal nicht auf. Da wird wahrscheinlich eh nichts drin sein. Ich habe ja schon bei den Truhen geschaut, die es in Update 1, also vor dem Update gab. Ob da irgendwas drin ist und da war auch nichts drin. Hallo. Bubba Bubba? Ne? Der will nicht mit uns reden. Dann lässt das halt. Kannst mich mal. Okay. Ja, Part 20, das ist schon krass. Wir hatten jetzt erst vor kurzem Part 15. Jetzt habe ich 3 Videos hochgeladen, weil ich 50 Abonnenten habe. Dafür nochmal danke. Und. Ja, was haben wir denn hier? Wen kann ich denn eigentlich hier anquatschen? Ja, 50 Abonnenten und habe ich 3 Videos gleich hochgeladen, weil... Du nicht? Weil ich, ja, mir dachte, genau die 3 Videos sind relativ geil geworden. Denn wir haben einiges gefunden. Wir haben einen Berg gefunden. Also eine Insel, die eigentlich nur aus Berg besteht. Sind das 2 Aussichtstürme gewesen, oder... Tatsache. Ja, eine Insel, die nur aus Berg besteht. Dann haben wir die Skorpioninsel gefunden. Mir ist aufgefallen beim Schneiden, ich habe Skorpionsinsel gesagt. Und auch Skorpionsfleisch, was ja auch nicht so richtig ist. Könnt ihr ja nicht irgendwo was liegen haben. Hallo. Tschüss. Oh, ich habe ein Loch in euer Boden gesprungen. Nee, ich bin ein Loch in euer Boden gesprungen. Jetzt müsst ihr mich angreifen. Gut. Ach ja, ich wollte schon noch sagen, auf der dritten Insel, die wir da noch gefunden hatten, das war eine, auch ein Berg, aber eine Höhle drin, eine Kohlehöhle. Hallo? Oh, oh, Smaragd. Und ich darf nicht abbauen, Smaragd und Gold. Shit. Würde ich gerne abbauen. Ich weiß aber nicht, ob hier Bogenschützen sind. Die haben alle. Ne, das ist ein Bogenschütze. Ich wollte gerade sagen, die haben alle. Hallo. Uga Buga. Hallo. Ja, du mich auch. Da müssen wir gleich nochmal hin. Hier wird es ja langsam dunkel. Ist echt cool geworden. Das Dorf. Geil gemacht. Schildkröten. Warum hält man Schildkröten in so ein Gehege? Was. Ich weiß nicht mal, wie man die Schildkröten tötet. Darf ich den benutzen? Das ist echt gerade verwunderlich. Wir speichern mal kurz. Ach nee, wir machen das anders. Da ich ja eh dann wieder cutten muss, wenn ich von der Insel runtergehe, machen wir das dann, wenn wir mit der Insel soweit fertig sind. Ich habe natürlich keine Perlen mitgenommen, finde ich klasse. Ja, und ich wollte euch sagen, habe ich das gerade gesagt oder habe ich das nur erwähnt? Ich weiß es nicht. Auf der dritten Insel mit der Höhle, wo ganz viel Kohle drin ist, haben wir, wenn ich das jetzt noch richtig im Gedächtnis habe, also ich habe 330 mal Kohle dabei und 130 hatten wir ja vorher irgendwie schon eingesammelt. Das heißt, dort gab es 200 mal Kohle. Ja, das ist nicht schlecht. Ist das hier Kampfgebiet? Alter, wie viel habt denn ihr hier gebaut? Junge, Junge, Junge. Ich esse die ganze Zeit meine Früchte. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Ich will mich mit euch unterhalten, Leute. Da unten ist das. Darf ich euch aufs Dach steigen? Ja, darf ich. Darf ich? Darf. Jetzt wieder los mit dem Versprechen. Ja, wir haben jetzt genau die Hälfte von... Kanus. Na gut, jetzt inzwischen muss ich die nicht mal beklauen. Kuckuck, hallo. Hallo. Hey. Ja, wir haben inzwischen genauso viele Parts, also halb so viele Parts, wie bevor das Update da war. Da hatte ich ja 40 Parts gemacht. Das, da habe ich ja wirklich so lange gemacht. Hallo? Ah, bei ihm kannst du handeln. Brauche ich nicht. Nö, will ich nicht. Hallo. Was ist das?
Da haben wir ja so viele Parts gemacht. Oh, ein Stück unbebaute Insel, cool. Was ist das? Das ist eine coole Idee. Einfach mal hier so angetäuscht, so ein Wasser, was weiß ich, wie das Ding heißt. Nicht Windmühle oder Wasserrad, sondern Damm? Ich weiß es nicht. Aha. Das ist auch eine geile Idee, ganz ehrlich. Das ist cool. So, wir haben... Das können wir aber leider nicht bauen. Das ist schade. Ach, das Spiel hätte noch so viele Möglichkeiten, Mensch. Hier sind Schweine oder Schild... Nee, ach nee, das waren die Schildkröten. Wo ist denn der Medizinmann hin? Hätte ich ihn vielleicht schon eher... Da ist er. Guten Tag. Uba Buba? Nee, mit dem kann ich nicht reden. Hello there. Hm, okay. Aber sie sind auf jeden Fall freundlich, was mir also sehr, sehr gut gefällt. Ich glaube die ganze Zeit hier die gleiche Strecke ab. Ja. Bevor das Update kam, haben wir 40 Parts gemacht und habe ich aber auch so lange gemacht, bis ich von dem Spiel genervt war, weil es schon lange war, sondern weil es war echt nicht spielbar teilweise, sondern bis ich einfach, hier gibt's Palmen, ich brauche unbedingt Palmholz, sondern bis es nicht mehr ging. Ich habe ja dann im letzten Part habe ich dann die Spinnenkönigin besiegt, mehr oder weniger, und ja, damit war das Spiel im Prinzip durch. Also die Insel ist echt genial geworden. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass man bei den ersten Ureinwohnerinseln, dass man da vielleicht noch zwei Häuser mehr hingestellt hätte jetzt mit dem Update, so dass die sich halt auferweitert hätten. Aber man merkt sofort, wenn man das hier so sieht. Beobachtet er mich? Natürlich beobachtet er mich. Zack. Wenn man das hier so sieht und vergleicht dann das erste Ureinwohnerdorf oder die ersten beiden Ureinwohnerdörfer, dann sieht man, dass die Brune erstmal nur gucken wollte, ob das Spiel überhaupt bei den Leuten ankommt. Tja, und ja, hier haben sie sich wirklich Wahnsinnsmühe gegeben. Also die Inseln, die wir bis jetzt so neu gefunden haben, die sind richtig, richtig nice. Also wirklich, die sind übelst geil geworden. Ich weiß nicht, wer das Spiel sich jetzt geholt hat, nachdem das Update rauskam, also wer es für 9,99 gekauft hat. Ich habe es ja gleich am Anfang gekauft, wo es noch, ich weiß gar nicht, was gekostet hat, 5,99, 4,99, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wer die Zeit noch kennt, schade, hier gibt es nichts Verstecktes. Ich finde es immer schade mit diesen Ureinwohnerdörfern, die sind zwar geil, es ist auch, es gefällt mir tierisch, also übelst genial. Macht Laune hier hinzugehen, waren das nicht hier drei Boote? Ach ja. Macht übelst Laune. Allerdings hätte ich mir hier ein bisschen gewünscht, dass ich noch irgendwas kriege. Keine Ahnung, dass wenigstens eine Person hier so programmiert ist, dass er auf mich zukommt, wie der Schamane. Und der schenkt mir halt drei Perlen oder er schenkt mir halt ein goldenes Schwert als Begrüßungsgeschenk oder irgendwas. Er schenkt mir eine seiner Frau. Apropos Frauen. Hier gibt's keine Frauen. Hier gibt's keine Frauen und keine Kinder. Nichts. Hm. Tja, wie machen die das denn dann wohl mit ihrem Beischlaf? Holen die sich von der anderen Ureinwohner die Frauen? Kann das sein? Obwohl es da auch nicht viele gibt, oh, die armen Weiber hier im Spiel. Ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass die hier ein bisschen rumlaufen oder irgendwas machen. Und wenn sie nur von rechts nach links laufen oder einmal ums Haus drumherum, aber irgendwie, oder dass halt jeder irgendwie was zu erzählen hat. Aber das kann ja alles noch kommen, sie brauchen ja noch nicht fertig. Und selbst wenn das andere Update jetzt noch rauskommt. So. Hello. Gut. Jetzt versuche ich mal diesen Crafting Table zu aktivieren. Wo war das? War das? Das? Hier ist einer. Ich kann ihn benutzen. No. If I do this, the natives will be angry at me for sure. Okay. Ist okay. Ja, ist gut. Hat in Ruhe. Ja, alles okay. Ja, Entschuldigung. Tschüss. Fixer. Ja, auf jeden Fall, ja, hier bringt es mir wieder mal nicht viel. Toll. Hm, schön. Shit. Wir bauen uns jetzt aber mal. Bauen wir uns jetzt ab. Achso, ja, genau. Ich laufe noch drauf zu, ne? Ich brauche nämlich dieses verdammte Holz. So. Ich mache jetzt den ihre schöne Insel kaputt. Das interessiert mich jetzt aber nicht. Wo bin ich denn eigentlich? Obwohl es mich schon interessiert, weil ich finde, das sieht immer scheiße aus. Wenn wir jetzt hier ankommen und hier fehlt schon ein Baum.
Aber es hilft ja nichts. Ich brauche ja das Material. Das zum Beispiel auch, Zebronia muss irgendwie das hinkriegen, dass das Zeug wieder da ist. Keine Ahnung, dass nach 50 Tagen die Bäume halt wieder dastehen oder was weiß ich nicht. Weil irgendwann geht es nicht mehr weiter. Ich sehe da jetzt schon ein Problem. Irgendwas müssen sie definitiv machen. Und ich laufe mal rum, das gefällt mir echt nicht, wenn das dann hier weg ist. Was ist denn das da oben? Da oben auf dem Dach. Was ist das? Da will ich hin. Komm ich da irgendwie so hin? Nö. Brauchen wir meinen Sand. Na, willst du mich verarschen? Ich habe nichts gemacht. Leute, ich habe doch gar nichts gemacht. Ey, verdammt nochmal. Ich wollte doch nur auf euer Dach. Mann. Ach shit, ach shit, ach shit. Ja, Zebronia muss noch einiges machen. Wenn das Update raus ist, was im Februar kommt, ist das eigentlich kein Problem. Denn danach können ja weitere Updates folgen. Es sind zwar alle Karten dann schon erledigt, aber dann können solche Sachen folgen. Wie zum Beispiel jetzt in dieser Höhle mit der Kohle. Ich habe mich verlaufen wie ein Bekloppter. Es wäre so geil, wenn man da irgendwie Markierungen setzen könnte. Es ist echt schwer in dieser Höhle. Und auch so diverse Sachen halt, dass die mit dir reden, dass du vielleicht dort eine Frau heiraten kannst oder sonstiges. Ach ja, eine schöne Sache, weil ich gerade drauf kam, dass du dich mit dem befreunden kannst. Wir können uns mit jemandem befreunden. Joshua hat mir geschrieben. Ich habe ja mal in einem Video gefragt. Jetzt habe ich natürlich meine Dings nicht mehr, ne? Wo war denn das jetzt? Ach, da oben. Ich habe in einem meiner Videos gefragt, wie sieht's aus mit... Wir machen das jetzt nochmal, ist mir jetzt egal. Ich habe eh noch was zu erzählen. Don't do this. So. Und? Hat sich's gelohnt? Ja, übelst. Toll. Wie können die mich erwischen? So, sehen wir hier noch irgendwas Wichtiges? Sieht nicht so aus. Hallo? Was macht ihr? Ja, jetzt bin ich eh gleich wieder tot. Ich will mal gucken, wie viele das sind. Weil rein theoretisch könnten wir die alle platt machen. Nee, es sind zu viele Bogenschützen dabei. Das ist... weiß ich nicht. Vielleicht können wir aber auch den, das Oberhaupt, den Medizinmann töten. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ja, jetzt zeige ich euch natürlich hier die ganze Zeit die Ladebildschirme. Ja gut, dafür können wir die Schildkröten benutzen, um uns Klamotten zu machen. Aber weiß jetzt nicht, wenn wir Gold haben, warum sollten wir... Ich habe keine Ahnung. Ja. Ah ja, und ihr müsst auf jeden Fall in die Höhle gehen, weil ich gerade von Gold rede. Ihr müsst auf jeden Fall in die Höhle reingehen, wo die Kohle ist. Denn die Kohle braucht ihr so verdammt dringend. Es ist Wahnsinn, wie schnell eure Kohle alle ist. Also nehmt alles mit, was ihr an Kohle kriegen könnt. Und auch Gold, finde ich, ist sehr, sehr wichtig. So, was hatte ich eben noch? Ach ja, genau, Joshua hat mir einen Tipp gegeben, denn ich dachte, man kann sich hier mit den Ureinwohnern vielleicht jetzt inzwischen anfreunden, das wäre ganz cool gewesen. Und hat man halt einen Kumpel, der vielleicht mit auf eine, auf seine Insel kommt. Ist aber leider nicht so. Wir machen uns noch schnell eine Axt. Axt, 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 wo ist es? Stäbchen. Wir haben ja eh jetzt noch hier den ganzen Tag zu rumzukriegen. Denn raus können wir jetzt erstmal nicht mehr. Jetzt wo es Nacht ist. So, wir haben dreimal das. Aber ich werde euch jetzt nicht die ganze Zeit hier quälen. Obwohl, wir sind schon bei 14 Minuten. Vielleicht gucken wir uns dann noch schnell ein anderes Gebiet an. Aber großartig mehr werden wir dann jetzt in dem Part nicht tun. Ja, und jetzt zum dritten Mal fange ich wieder an. Ach, es ist so schlimm jedes Mal. Ja, wäre halt cool, wenn wir, weil auf den Ureinwohnerinseln, das bringt uns eigentlich überhaupt gar nichts. Weil wir können hier nicht wirklich was machen. Das ist echt ein bisschen blöd. Wir finden auch da auf den Ureinwohnerinseln nie irgendwelche Materialien, deswegen, weiß ich nicht. Es gibt halt auch keine Tiere, die wir einzäunen können. Und hier gibt es manchmal Fische, ja, okay. So, auf jeden Fall. Ah, kann man auch gebrauchen. Auf jeden Fall ist das das Problem. Und es wäre dann halt cool, wenn wir einen der Ureinwohner, der vielleicht irgendwo einzeln auf einer einzelnen Insel ist, der ausgestoßen wurde von seinem Clan,
oder von seinem Stamm, dass ihr den vielleicht dann mit auf unsere Insel nehmen könnt und dass der da halt aufpasst, dass der halt putzt und so, ne? Wäre halt cool, geht nicht, aber was inzwischen funktioniert, wir waren ja auf der Affeninsel. Wir können die Affen bändigen und das hat mir Joshua geschrieben. Danke, danke, danke dafür. Das werde ich ausprobieren. Und wenn ich das ausprobiere, dann, ja. Keine Ahnung, wann das kommt, also ich wäre nie im Leben darauf gekommen. Und wenn wir das dann machen, weil einen Affen möchte ich definitiv haben. Was er mir bringt, weiß ich nicht, ob ich werden haben. Und ja, dann gucken wir mal. Okay. Und dann gucken wir mal, was wir dann von dem Affen haben. Und ja, dafür danke, Joshua. Das ist Joshua gibt mir öfters mal Tipps. Finde ich cool. Finde ich echt klasse. Er rennt ja auch hier bei Cube Life über die Inseln und keine Ahnung, wo er gerade steckt, beziehungsweise was er schon alles gemacht hat. Aber das mit den Affen, echt geile Idee. Und solche Sachen sind immer hilfreich, wenn ich zum Beispiel noch ein Tutorial mache. War ja nicht noch ein Baumstamm? Nee. Wenn ich zum Beispiel noch ein Tutorial mache, ist das natürlich wahnsinnig hilfreich, denn auf manche Sachen kommt man selber gar nicht. So. Ja. Was haben wir noch zu sagen? Ja, Zebronia muss echt einige Sachen hier noch ändern. Und zum Beispiel, dass wir ein Bett haben, dass wir nachts schlafen können. Es nervt mich so wahnsinnig, nachts immer zu warten. Aber ganz ehrlich, ich lege dann den Controller zur Seite. Wenn Nacht ist, also ich gehe in mein Haus oder baue mich hoch, lege den Controller zur Seite und keine Ahnung, ich gehe dann meistens in ein anderes Zimmer, so viel Zeit, wie man dann hat, und sortiere da irgendwas oder ich weiß es nicht, irgendwas mache ich dann. Und das ist schon Wahnsinn, weil was will man sonst mit der Zeit machen? Es nervt einfach nur. Es ist echt verdammt nervig. Und da muss Zebronia definitiv irgendwas dran ändern. Und ich hoffe, dass sie die Idee haben, weil klar, man kann was vergessen. Und vielleicht sind sie auch gar nicht drauf gekommen, die Nacht zu überspringen. Ja. Das ist echt Sackgang. Also ehrlich, es ist wahnsinnig Sackgang. Ja, da hoffe ich natürlich, dass Zebronia ja da irgendeinen Weg noch findet oder irgendwas macht. Genauso, ich finde zwar ganz geil, was man jetzt alles so craften kann, was dazugekommen ist, aber es ist auch sinnlos. Also das heißt, man hätte sich das sparen können. Wie zum Beispiel, das habe ich, ich muss auch hier abbauen, Mensch. Wie zum Beispiel die Möbel. Die Möbel bringen mir mal überhaupt nichts. Was soll ich mit diesen Möbeln? Ich habe da nichts von. Das ist Schwachsinn. Das dauert nur einfach länger, wenn ich jetzt durch ein Crafting Guide durchblätter, dauert es einfach nur länger, weil die Sachen noch dastehen. Es bringt mir einfach nichts. So, ja. Genauso wie meine Sachen, die ich vom Skorpion bekommen habe, bringt mir mal auch überhaupt nichts. Denn es steht nicht im Crafting Guide, was ich damit tun soll. Klasse. Ich habe keine Ahnung. So, manche Sachen, die zwar nützlich sind, sind aber zu schwierig zu bauen. Das ist auch eine Sache, wo man dann halt abwägen muss, macht man es nicht. Das ist doof, ganz ehrlich. Wie zum Beispiel, dass die Ureinwohner nicht mehr nachts, oder allgemein nicht mehr zu euch ins Bett gekrabbelt kommen. Könnt ihr die nur mit Beton davon abhalten, aber Beton zu craften, das dauert wahnsinnig lange. Es ist echt riesiger Arbeitsaufwand und das macht keinen Spaß. Da baue ich mich lieber wieder nach oben und fertig. So, das interessiert mich dann alles nicht weiter. Was noch? Es nervt, dass man ständig von A nach B übers Meer fährt. Sinnloserweise, wie ich jetzt zum Beispiel öfters. Gut, liegt aber auch daran, dass ich euch einige Sachen zeigen möchte. Ich fahre schon mal zur Hauptinsel, wo mein Haus ist, wo meine Kisten sind, damit ich mein Zeug beisammen habe. Nehme ich das ganze Zeug, pack das da in meine Kisten rein und ja, dann fahre ich den ganzen Weg wieder zurück, wie jetzt eben. Ich habe, keine Ahnung, 20 Minuten gebraucht, länger, es ist ja noch Nacht gewesen. Ich bin zur Insel gefahren, habe mein Zeug abgeladen, es war Nacht, ich habe gewartet und bin jetzt wieder zurückgefahren und bin jetzt wieder hier oben auf B2, genau. So, und ich habe da ewig gebraucht, um da überhaupt irgendwie erst bis dorthin zu kommen. Das ist scheiße.
Das ist einfach große Scheiße. So. Dann kann man sich das sparen. Ich hoffe, das kriegen sie irgendwann hin. Ladezeiten. Das ist das, was am meisten nervt. Ich meine, ich hätte kein Problem, über die Karte zu fahren. Na gut, doch eigentlich schon. Das ging mir schon bei Wind Waker tierisch auf den Sack. Aber wenn wir nicht die Ladezeiten dazwischen hätten, kann man nicht eine große Map machen? Ich meine, inzwischen, vielleicht werden sie das ja machen, wenn sie dann alle Gebiete freigeschaltet haben. Und dass man dann halt wirklich sagt, okay, wir machen eine große Map, wir müssen zwar immer noch zu den Inseln, aber ohne Ladezeiten. Das wäre absolut genial. Also, so wünsche ich mir das eigentlich. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich mache hier einen Cut, warte noch die paar Minuten und dann fahren wir zur nächsten Insel und zwar, oder zum nächsten Gebiet und zwar C2 und gucken, was wir denn dort finden können. Gut, bis gleich. So, wieder zurück. Irgendwie haben wir gar nicht mehr die Möglichkeit, die Insel zu entdecken, denn sie ploppt sofort auf. Und hier auf dem Gebiet C2 haben wir eine... Ne, gut. Haben wir auch eine Insel. Mal sehen, was wir hier jetzt finden werden. Es sieht... Okay, das sind die Bäume. Ich wollte gerade sagen, es sieht sehr trist aus. So, stopp. Da ist auf jeden Fall ein Hai gewesen. Da ist er. Den lassen wir links liegen. Wir wollen aber nicht nur über Zibronia rumnölen. Gottes Willen, die haben Großes geleistet. Sondern auch mal positiv reden. Und zwar können wir da gleich die Haie nehmen. Oder auch diesen Ertrinkbug. Fällt mir gerade so auf. Wo ich jetzt hier diesen Wassertropfen sehe. So, schauen wir uns hier mal kurz um. Also da können wir auf jeden Fall... Gibt es hier Gegner? Irgendwas? Da ist noch ein großer Hai. Aber man muss jetzt natürlich bei jeder neuen Insel so einen großen Hai hinmachen. Aha. Cool. Aha. Okay. Ja, den Ertrinkbug haben sie weggemacht. Die Haie sind jetzt leichter geworden. Jedenfalls die normalen Haie. Die Hammerhaie sind jetzt ungefähr so schwer, wie die normalen vor dem Update waren. Dann die Musik eben zum Beispiel im eingeborenen Dorf. Absolut genial. Ich liebe diese Musik. Aha. Ein Adler. Okay. Ja, die neuen Gebiete sind relativ cool geworden. Auch wenn man bei manchen nichts mit anfangen kann. Geh weg. Ja, wir haben eine spezielle Insel. Mich nervt das aber gerade schon wieder ein klein wenig, denn meine Spitzhacken, das ist schon wieder, das ist scheiße. Vor allem da ist, hallo, geht's noch? Verpisst euch. Ah, da drüben geht's weiter. Aber das da drüben erkunden wir im nächsten Part und auch den... Das, was wir eben so gesehen haben, weil so richtig gucken konnten wir gar nicht. Aber die Adler, die nerven schon wieder. Da haben sie ein bisschen zu viel gewollt in einigen Gebieten, denn die Adler, das, nee, geht gar nicht. Die Haie greifen die Boote nicht mehr an. Dass man Boote jetzt craften kann, finde ich absolut genial. Dafür sind aber wieder die Muscheln völlig sinnlos geworden, denn wozu brauchst du denn jetzt noch Muscheln? Aber, naja gut, wir werden sehen, wie das weitergeht. Und wir sind ja jetzt langsam dann auch wieder da, wo wir... ganz kurz mal reingeschaut hatten, so oben im Norden, mit der ersten eingeborenen Insel. Ja, so viel haben wir da jetzt nicht mehr zu erkunden. Aber das werden wir sehen, was uns da auf dem Weg jetzt noch so ja, auffallen wird. Auf jeden Fall haben wir noch eine Insel, die wir nur ganz kurz angestreift hatten. Ich glaube, das war die G3 oder so. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Ja, okay. Gut, im nächsten Part erkunden wir hier die Insel mal richtig und schauen, was wir hier so machen können. Und hoffe natürlich, dass ihr dann auch wieder mit dabei seid. Hoffe. Ich wollte jetzt noch irgendwas sagen, aber nee. Gut, okay, über Daumen nach oben würde ich mich natürlich freuen. Und ansonsten wünsche ich euch was. Macht's gut!